Was wäre, wenn der größte Gasriese des Sonnensystems, der Jupiter, krank ist? Stell dir vor, du hast einen seltsamen roten Fleck von der Größe eines Tennisballs an deinem Körper. Es ist unklar, wie er entstanden ist und die Ärzte heben nur bestürzt die Hände. Selbst im Internet kann niemand sagen, was es ist. In der Zwischenzeit wird der Fleck immer größer und kleiner und gleichzeitig schuppt er sich. Was passiert also wirklich? Bereitet sich dieses Furunkel darauf vor, zu verschwinden? Oder bringt es dich allmählich um? Natürlich geht der Jupiter nicht buchstäblich am großen roten Fleck zugrunde, aber er kann auf einige unumkehrbare Veränderungen hinweisen, deren Wesen wir nicht verstehen. Schließlich ist das auffälligste Merkmal des größten Planeten im Sonnensystem immer noch eines der großen Rätsel der Physik und Astronomie. In diesem Video erfährst du, wie viele rote Flecken hat der Jupiter eigentlich? Wie tief ist dieser riesige Abszess im Körper des Planeten? Und schließlich, warum verschwindet der mysteriöse große rote Fleck einfach nicht? Um eine korrekte Diagnose zu stellen, ist es wichtig, das genaue Datum des Ausbruchs der Krankheit zu bestimmen. Wann genau ist der große rote Fleck entstanden? Diese Skizze wurde von dem italienischen Astronomen Giovanni Cassini im Jahr 1665 angefertigt. Seine Version des Flecks scheint nicht sehr groß und nur dunkel zu sein. Auf dem Gemälde des italienischen Malers Donato Creti hingegen ist er bereits in Farbe. Die unwissende Öffentlichkeit sah darin ein seltsames Meer oder die Spitze eines gigantischen Vulkans. Astronomen erkannten jedoch sofort, dass es sich um einen Wirbel eines gewaltigen Sturms handeln musste. Aber halt! Wenn wir uns alte Gemälde und Skizzen ansehen, warum sehen wir dann den Fleck auf der Nordhalbkugel des Jupiters und nicht auf der Südhalbkugel? Kein Planet hat Stürme, die den Äquator überqueren können. Diese Ungereimtheit veranlasste einige Gelehrte in der Vergangenheit zu der Annahme, dass der aktuelle große rote Fleck der zweite in den letzten 400 Jahren ist. Was die Frage angeht, wie der erste verschwand und dieser auftauchte, wir haben es aufgrund jahrzehntelanger Beobachtungslücken einfach übersehen. Aber die Antwort war viel einfacher. Alte Teleskope zeigten aufgrund ihrer optischen Eigenschaften ein umgekehrtes Bild und es kam einfach niemand auf die Idee, das zu korrigieren. Noch im späten 19. Jahrhundert wurde der große rote Fleck im Norden abgebildet. Es handelt sich also um dieselbe Formation auf Jupiters gasförmigen Körper, die spätestens Mitte des 17. Jahrhunderts auftauchte. Damit ist der große rote Fleck mindestens ein Jahrhundert älter als die USA. Erst die Voyager-Sonden sorgten in den späten 70er Jahren für die ersten hochauflösenden Fotoaufnahmen des großen roten Flecks. In dieser Zeit bemerkten die Astronomen, dass sich der Fleck langsam, aber sicher über die Jupiter-Oberfläche bewegte, genau wie ein Supersturm auf der Erde. Aber diese Analogie sorgte nicht für mehr Klarheit. Ärzte vergleichen eine neue Krankheit immer mit den bereits bekannten. Warum ist der große rote Fleck ganz anders als andere Superstürme? Der irdische Hurrikan Irma, der sich 2017 ereignete, ist dem großen roten Fleck aus dem Weltraum beträchtlich ähnlich. Sie haben sich sogar beide in die gleiche Richtung gedreht, nämlich gegen den Uhrzeigersinn. Der heftigste Wirbelsturm auf der Erde ist jedoch fast doppelt so schwach wie die Winde des großen roten Flecks. Er kann Geschwindigkeiten von bis zu 650 Kilometern pro Stunde erreichen. In den Trichter aus Wasserstoff, Ammoniak und Schwefelverbindungen passen 1,5 Erden mit all ihren Wirbelstürmen. Aber der größte Unterschied liegt in der Art des Jupitersturms. Ein typischer Tropensturm, der auf Florida oder den Mississippi trifft, ist ein Wirbelsturm, das heißt ein Trichter mit einer zentralen Region mit niedrigem Luftdruck. Und der große rote Fleck ist ein Antizyklon mit hohem zentralem Druck. Auf der Erde wäre er ein starker Wintersturm mit heftigen Schneefällen. In der Tat ist der große rote Fleck auf Infrarotbildern deutlich kälter als die umgebende Jupiteratmosphäre. Auf der Erde dauert ein Wintersturm in der Regel nur ein paar Tage und nicht mehrere Jahrhunderte. Wissenschaftler glauben, dass dies auf einem Gasriesen möglich ist, weil es keine feste Oberfläche gibt. Schließlich werden irdische Stürme schwächer, wenn sie auf Land treffen. Ein ähnlicher großer dunkler Fleck auf Neptun dauerte jedoch nur 5 Jahre.
Und auf dem Saturn erscheint der große, weiße Fleck alle 30 Jahre, um sich dann spurlos aufzulösen. Selbst die Natur der Gasriesen erklärt also nicht, warum der große rote Fleck auf dem Jupiter so groß wurde und sich nicht auflöste. Um zu verstehen, was es mit dieser massiven Formation auf dem Jupiter auf sich hat, da müssen wir sie uns genauer ansehen. Ein Arzt würde den Patienten in die Praxis rufen, aber wir werden uns den Fleck von der Internationalen Raumstation aus ansehen. Welche äußeren Besonderheiten des großen roten Flecks fallen uns auf? Du wirst es nicht glauben, aber in Hunderten von Jahren der Beobachtung haben Wissenschaftler nie verstanden, warum er so rot ist. Es scheint, dass dieser Sturm aus genau denselben Gasen besteht wie die hellbraunen Wolken des Jupiters. Aber wenn wir näher herangehen würden, könnten wir vielleicht erkennen, dass der rote Fleck so etwas wie Schorf auf einer Wunde ist. Chemiker glauben genau das. Ihrer Meinung nach hebt ein riesiger Wirbelsturm organische Verbindungen aus den Tiefen des Jupiters in die obere Atmosphäre? Sonst würden sie dort nicht landen. Und unter dem Einfluss der ultravioletten Strahlung der Sonne bilden sie Substanzen, die Toline genannt werden und einen unverwechselbaren dunkelroten Farbton haben. Und genau diese Toline färben die Ebene des Pluto. Aber auch die Toline können nicht erklären, warum der große rote Fleck von Zeit zu Zeit blass wird. Und das ist nicht die einzige unerklärliche Veränderung, mit der wir konfrontiert werden. Auf alten Zeichnungen ist der große rote Fleck so riesig, dass drei Erden auf einmal hineinpassen würden, und das ist keine Übertreibung. Mit dem Hubble-Teleskop beobachten wir seit 30 Jahren, wie sich der ovale, große rote Fleck allmählich verändert. Und gleichzeitig blättert er ab. Fragmente von der Größe Nord- und Südamerikas zusammengenommen lösen sich hin und wieder von dem Wirbel ab. Das veranlasste einige Gelehrte zu der Vermutung, dass sich der große rote Fleck auf dem Jupiter in den nächsten 20 Jahren von selbst auflösen wird. Aber im Gegenteil, die Windgeschwindigkeiten an seinen Rändern nehmen zu. Es sieht nicht so aus, als würde sich der Sturm abschwächen. Und um zu verstehen, was ihn antreibt, sollten wir in sein Herz eintauchen. Welche Geheimnisse können unter dem großen roten Fleck lauern? Um die Sonde von unserer Raumstation aus zu starten, müssten wir direkt über den großen roten Fleck fliegen. Und selbst hunderte von Kilometern über ihm werden wir einen Schub spüren. Diese Gravitationsanomalie wurde von der Raumsonde Juno 2017 entdeckt. Als sie über dem Fleck flog, war das Radiosignal so verzerrt, als ob es auf ein gewaltiges Gravitationsloch getroffen ist. Das bedeutet, dass es unter der Oberfläche des großen roten Flecks eine riesige Massenkonzentration gibt. Es sieht so aus, als ob sich ein weiterer Planet im Herzen von Jupiters größtem Sturm versteckt. Aber geht denn das? Wenn wir in den roten Fleck hinabsteigen, wird auch die Thermometersäule an unserer Sonde rot. Die Temperatur wird von Jupiters rekordverdächtiger Kälte von minus 172 Grad auf die Hitze von 226 Grad in einer Tiefe von 220 Kilometern hochschnellen. Das ist fast so viel wie der Unterschied zwischen flüssigem Stickstoff und geschmolzenem Zinn. Früher glaubte man, dass die Basis des Sturms irgendwo hier im flachen Untergrund liegt. Die Mikrowellenuntersuchung von Juno zeigte jedoch, dass sich der große rote Fleck mindestens 500 Kilometer in die Atmosphäre des Gasriesen vertieft, wo die Temperatur noch höher sein müsste. Anhand der Daten von Juno kamen einige Wissenschaftler zu dem Schluss, dass dies nicht die Grenze ist. Wenn wir eine gut geschützte Sonde in den großen roten Fleck schicken würden, würden wir die Jetstreams, die ihn antreiben, in einer Tiefe von bis zu 3000 Kilometern entdecken. Es stellt sich heraus, dass der große rote Fleck ein riesiger, überhitzter Atmosphärenmotor ist, der aus irgendeinem Grund jahrhundertelang keine Energie verliert. Mit anderen Worten, er ist nicht nur ein Abszess auf Jupiters Körper, sondern ein Tumor, der viele Gewebe befällt und sich von seinen Säften ernährt. Worauf wartet unser Gaspatient also noch? Selbst mit unseren besten Modellen bleibt es ein medizinisches Rätsel von kosmischem Ausmaß. Allerdings haben wir einen verblüffenden Hinweis erhalten. In den späten 90er Jahren entstand eine ähnliche Formation aus einigen kleineren Wirbeln in der Jupiteratmosphäre. Die NASA nannte ihn den Roten Fleck Junior und seine Entwicklung wird seither genau beobachtet. Wer weiß, vielleicht wird dieser Neuankömmling seinen Platz einnehmen, wenn sich der große rote Tumor auf dem Planetenkörper auflöst.
Oder glaubst du, dass der ganze Jupiter irgendwann mit Flecken übersät sein wird? Nun, in den nächsten Jahrzehnten werden wir die Geschichte dieser mysteriösen Weltraumkrankheit gemeinsam verfolgen.